Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Randale nach Fußballspiel hat Konsequenzen. Berlin bekommt nun doch mehr Steuergeld als erwartet. Und das Wetter, die Mücken kommen wieder, aber nicht in Heerscharen. Mehr dazu und zu den Wetteraussichten am Schluss der Sendung. Herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 23. Mai. Nach der Pause am Fußballwochenende werden die nächtlichen Bauarbeiten der S-Bahn zwischen Friedrichstraße und Zoo fortgesetzt. Seit Sonntagabend sind die Linien S5, S7 und S75 wieder jeweils von 21 Uhr an bis zum Freitagmorgen unterbrochen. Die Fahrgäste können auf die Regionalbahn ausweichen. Parallel sind zudem Busse im Einsatz. Bis zum 30. September wird auf der Strecke, wie berichtet, jeweils unter der Woche in den Abendstunden gebaut. Neue Bauarbeiten gibt es in der Montag- und Dienstagnacht auch auf der S25. Von jeweils 22 Uhr an bis zum Morgen fahren zwischen den Bahnhöfen Heiligensee und Henningsdorf Busse statt Bahn. Das Land Berlin kann in den nächsten Jahren mit Mehreinnahmen in Milliardenhöhe rechnen. Wurden 2015 nur 18,2 Milliarden an Steuern und Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich verbucht, so sollen es nach der jüngsten Steuerschätzung 2020 bereits 22,2 Milliarden Euro sein, berichtet die Morgenpost am Montag. Drei Viertel davon stammen laut Finanzverwaltung aus zusätzlichen eigenen Einnahmen. Vor allem das Aufkommen aus der Lohnsteuer nehme bei kräftig steigender Beschäftigung zu. 1 Milliarde Euro mehr erwartet Berlin, aber auch 2020 aus dem Länderfinanzausgleich. Das Netz vergisst nichts und diskutiert auch am Montag noch heftigst darüber. Denn auf der Fahrt vom Freundschaftsspiel von Union Berlin in Rostock haben offenbar mehrere Fans am Sonntagabend einen Regionalzug schwer verwüstet. Diese Bilder hatte die Bundespolizei via Twitter veröffentlicht. Der Verein kündigt am Montag daher Konsequenzen an. Diskutiert wird die Randale auch in Fanforen des Clubs. Einerseits stellt man hier die Gesinnung der Randalierer in Frage, andererseits sollen auch Bundespolizisten mit im Zug gewesen sein. Und es wird die Frage laut, warum die erst beim Halt in Berlin den Schaden bemerkt haben wollen. Die nächste schnelle Datenfunkgeneration 5G könnte in Berlin erprobt werden. Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer sagte dem Tagesspiegel am Montag, sie spreche mit Telekommunikationsanbietern über eine Pilotierung und sei optimistisch, zeitnah ein Testfeld zu bekommen. Ihr Ziel sind demnach mehrere Testfelder in Berlin. Die Informations- und Telekommunikationsbranche sieht im Mobilfunk der fünften Generation, also 5G, eine Chance für Deutschland, im Technikgeschäft wieder mehr Gewicht zu erlangen. Als LTE-Nachfolger soll 5G deutlich schnellere Datenverbindungen bringen. Viele Metropolen hoffen, dass die Netzbetreiber dort Testfunkzellen errichten. So plant Japan beispielsweise einen groß angelegten Feldversuch im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio. Ein heute 53-Jähriger, der jahrelang zwei Töchter seiner damaligen Lebensgefährtin sexuell missbraucht haben soll, muss sich seit Montag vor dem Berliner Landgericht verantworten. Dem Angeklagten werden 484 Fälle innerhalb von rund 4 Jahren zur Last gelegt. Das ältere Mädchen sei bei den ersten beiden Übergriffen gerade mal 9 Jahre alt gewesen. Eine der Schwestern hatte sich schließlich der Mutter anvertraut. Der Mann soll sich danach selbst angezeigt und bei der Polizei sexuelle Übergriffe in der Wohnung der Familie in Hellersdorf zugegeben haben. Auch im Gericht am Montag gestand er im Wesentlichen seine Taten. Noch dazu sagte er, er bereue sie. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, die IHK und andere Partner vergeben wieder Geld in die Kieze. Diesmal mit dem Wettbewerb Mittendrin Berlin. Gefragt sind innovative Ideen für Geschäftsquartiere und aufsehenerregende Projekte für die Kieze. 105.000 Euro Preisgeld werden ausgelobt. Der Wettbewerb Mittendrin Berlin ruft daher ab sofort Händlergemeinschaften, Geschäftsstraßeninitiativen, Eigentümer, Dienstleister oder lokale Gruppen aus den Berliner Geschäftsstraßen auf, Antworten auf diese Fragen zu finden und sich bis zum 2. Dezember mit ihren Projektideen zu beteiligen.
Die Innenverwaltung hat sich nun offenbar doch mit Hertha BSC über einen neuen Mietvertrag für das Olympiastadion geeinigt. Darüber informiert zumindest die Innenverwaltung am Montag. Bereits in der vergangenen Woche habe man sich auf diverse Eckpunkte verständigt. Zuletzt stand eine saftige Mieterhöhung im Raum, nachdem Hertha-Manager Michael Preetz den Bau eines neuen Stadions ins Gespräch gebracht hatte. Wie der Tagesspiegel am Montag nun aus Senatskreisen erfuhr, hat sich Hertha demnach auf eine erhebliche Mietsteigerung eingelassen. Bislang zahlte der Verein zwischen 3 und 4 Millionen Euro pro Saison. Die ausgehandelten Eckpunkte betreffen unter anderem die Miethöhe, die Vergabe der Catering-Rechte und die Laufzeit inklusive einer Verlängerungsoption. Sportsenator Henkel meint, man habe eine gute Lösung gefunden. Hertha-Präsident Gegenbauer wurde auch mit lobenden Worten zitiert. Die genauen Vertragsdetails wurden aber nicht bekannt. Bei den sommerlichen Temperaturen derzeit in Berlin und Brandenburg sind schon die ersten Mücken ausgeschwärmt. Für eine massenhafte Vermehrung fehle es im Moment aber an Feuchtigkeit, sagt Doreen Walter, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandforschung in Müncheberg. Durch wenig Regen seien die Wasserstände bislang gering. Mücken gedeihen am besten, wenn es für die Eiablage viele stehende Gewässer und Pfützen gibt. Durch die fehlende Schneeschmelze in diesem Winter ist die erste Generation in diesem Jahr laut Walter so gut wie ausgefallen. Nach einer Blutmahlzeit können ein Mückenweibchen übrigens allerdings ganz schnell bis zu 300 Eier legen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Nach leichten örtlichen Gewittern am Abend ziehen in der Nacht die Wolken zum Teil wieder ab. Das Quecksilber hält sich bei warmen 17 Grad. Der Dienstag startet leicht bewölkt, im Tagesverlauf lockert die Wolkendecke wieder auf und am Abend kann es wieder leichte Regenschauer geben. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad. Und der Blick auf die kommenden Tage? Alles in allem präsentiert sich das Wetter wechselhaft, aber im Grunde freundlich und warm, wenngleich die Werte auch wieder etwas nach unten gehen. Die Schauerneigung kann gegen Abend immer leicht zunehmen, ansonsten bleibt es, so wie es jetzt aussieht, recht sommerlich. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.